Schrecken der. Die Mannschaften baten mich nach. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Metro 2033. Aber ich. Hier sind wir das jetzt mal stehen geblieben. Manche U-Boote. Wir haben es geschafft, nach Sparta zu kommen. Nun, der Weg zur D6. Finden Sie den geheimen Militärkomplex D6, Basis der Ranger. Schauen Sie sich in der Basis um. Statten Sie sich mit neuen Vorräten aus. Und finden Sie Miller. Okay, wir finden mal Miller. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Gucken wir uns erstmal um. Ah ja, Tjom. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Egal, was ich brauche. Was ist denn für eine dicke Wumme? Würde ich mal gerne sehen. Obwohl die Voltkanone gar nicht mal so schlecht war. Ich nehme natürlich alles auf. So. Ne, haben wir jetzt alles genug? Filter. Wechseln wir mal die. Ist genau die gleiche, aber. Aber ist uns jetzt ein wenig Schnuppe. Was ist denn für eine Waffe? Nehmen wir mal einfach auf, weil wir sie noch nicht hatten. Nun, wir haben uns ausgestattet. Ich habe keine Voltkanone mehr, sondern eine andere dicke, fette Wumme. Ich würde sie mal gerne testen. Ist hier kein Schießstand? Hier ein Spezialvisier. Brauchen wir das gar nicht. So, gehen wir mal hier hoch. Hallo Artyom. Hi. Das ist aber sehr gut. Ja, gucken wir mal, wo Miller sich aufhält. Um dann halt weiterzugehen. Jetzt hier ein wenig um. Hallo Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Ist das nicht unser Eine Hunter? Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Okay. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Yo, Peace bis zum nächsten Mal und bis weg. Gucken wir uns mal irgendwie hin. Naja, die Kerzen puste ich jetzt nicht aus. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Jawohl. Bereit? Da. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. So, wir sind alle bereit. Dann steigt auf. Dann steigen wir mal auf und es geht weiter. Nun, eine Zwischensequenz. Nehme ich an. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein. Gut, ja. Zeit den Ofen anzuwärmen. Springen wir auf Kapitel 6, D6. Dunkler Tunnel. Klappernde Räder. Und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Aha. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört.
Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Tja, vermutlich Unfug. Natürlich. Ja, da kommt direkt. Wer das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! So, wir fallen anscheinend in Ohnmacht. Was mir irgendwie unerklärlich ist. Träumen wir jetzt? Ja, wir träumen. Artyom! Ja, wir folgen diesen Mutanten. Wach auf, Artyom! Wach auf! Geh weiter! Artyom! So. Artyom! 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 Wir gehen natürlich unserem Freund entgegen und keinen Mutanten. Mehr Riechsalz! So, und wir kommen. Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Gott sei Dank. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Ja. Also, du hast uns echt erschreckt. Das hatten wir jetzt nicht vor, aber... Artyom, cool. Was war das? Kannst du aufstehen? Steh auf. Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Gut, so, bin ich gespannt. Anhalten! Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor! Die Steuereinheit ist zerschmettert! Alle Drähte sind abgeschnitten! Scheiße! Ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. So, ich darf mal endlich hoffentlich mein Dings entgegen. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Sehr viel Videoanimation hier drin. Ich lasse gerne sowas immer unkommentiert. Okay. Okay. Vladimir. Such das erste Diagramm. Alter, was ist das für ein Teil? Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter. 3A nach 2D. Ignorieren. Dinosaurus! Ja, kommt was hier auch schon? Immer passiert, ich werde kämpfen sterben. Feuer! So, verbrennen. Verbrennen und vergasen. Los! Verbunden! Verbrennen Sie, Duftelu. 4A nach D1. Hab ich. So, nun. Los! Jetzt. Ja, sie kommen alle näher. Aber wir sehen die Anomalie im... Die Anomalie ist jetzt echt null! Verdammt! Beeilung, sonst sind wir tot! Endlich!
Das Tor ist auf! So. Ja, wieder eine Zwischensequenz. Ich dachte mir, vielleicht müssen wir jetzt reinlaufen, bevor uns die Anomalie erwischt. Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Genau. Okay, gestartet! Alte Schule, gib einmal Stopp. Draufhauen und alles funktioniert. Ach, Gott sei Dank! Und wir kommen das war knapp. Vor der Anomalie weg. Wir haben es geschafft. Also, jawohl. Da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Ich auch nicht. So, abspringen. Klar, alle dürfen vor und ich gehe natürlich als letzter. Ja. Klar, glasklar. So, okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Und? Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Egal. Wir haben nur unser. Na dann mal los! Nachtsichtgerät dabei. Los geht's! Ja. Öffnen wir mal die Tür. Katakomben. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Verdammt frei! Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Ja, Große Taten? Wenn es nach mir ginge, gehe ich einfach vor. Auf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Musik im Hintergrund. Wir hier links noch die Lage ab. Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Wie kann man sowas Ullmann, lustig finden? Genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Verderich. Wie Sie sagen, mein General. Ja. Gut, dann geht's mal. Nehmen wir an. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Okay. So, wir haben die Schalter umgelegt und... Verdammt! Guck mal. Geil. Geiles Teil. Und zack, der lädt auch noch so schnell. Ah, noch ein Schalter, oder wie? Ach ja. Ja. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Warum unheimlich? Wir sind zu viert hier. Ich musste den ganzen Weg alleine durchlaufen. Die Jungs kriegen Angst. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Wow. Ach, welch ein Süßes! Das ist die beste Verteidigung. So. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Los geht's. Ah, der Fehler dürfte natürlich nicht fehlen. Mach dir das mal. Gehen wir einfach weiter durch. Ah.
orientieren wir uns immer schön links an der Wand. Wir können uns großartig nicht erschrecken, verschrecken. Ach so. Okay, gehen wir mal schnell zurück. Ja, ich sag mir welche. Ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Sie sind einfach... Sie sind eine coole Truppe. Warum ich immer übrigens hier helfen muss. Lassen wir es krachen. Ach, halt die Klappe. Wir werden es schaffen. Ein Glas Mondschein für ihn. Ja, und? Wie wäre es damit auch? Okay. So, ich muss hier die ganzen Monster umbringen, oder was? Ich finde eine fette Waffe. Wie findet ihr die Waffe? Wir orientieren uns mal hier links, wie gerade eben beschrieben. Wir gehen einfach mal hier durch, würde ich sagen. Aber bis dorthin, sage ich mal, müsst ihr euch gedulden. Denn ich mache hier einen Cut. In dieser Folge konnte ich wenig Kommentare ablassen. Aber das Spiel fesselt einem doch zu sehr. Es soll ja auch ein Let's Play sein und kein Let's Comment. Ich würde sagen, hier mal den Cut und sagen mal danke fürs Watchen. Ich hoffe, ich schalte wieder ein, wenn es heißt Let's Play Metro 2033. Dann bis zum nächsten Mal. Bye!